Hier zum dritten Spieltag in der Eisernen Bundesliga zur Partie. Erster FC Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin Spieler und Kommentator genauso wie Enno Enter. Oh. Oder auch nicht. Oder doch. Hallo? Jetzt hört man dich. Lang nicht mehr gesehen, hallo. Auch gut mit Lars Stindl, Mittelfeldspieler, rechts. Position Angreifer bei Kruse und rechts bei Stindl hingequetscht, Mittelfeldspieler. Heute haben wir regnerische Wetter, so wie wahrscheinlich auch in echt sein wird. Ja, so zu den letzten Spieltagen. Union hat ja zwei Unentschieden geholt. Gladbach wiederum das letzte Spiel gegen Leverkusen deutlich verloren. Union gegen Leverkusen im letzten Spiel 1-1. Gegen und im Europa-Playoff haben sie es in die Gruppenphase jetzt geschafft. Noch nicht, aber wahrscheinlich wird es dann der Fall sein. Heute ist Mittwoch, morgen Donnerstag, morgen ist das Playoff-Rückspiel. Wenn Union nicht gerade 4-0 oder höher verliert, sind wir weiter. Und es wird wahrscheinlich so sein. Eine Aufstellung, Lute im Tor bei uns, Buschardt, Giesemann, Knorr, Baumgart und Finn in der Abwehr. Dann nach vorne Mittelfeld Ingwers, Haraguchi und Kidira. Und im Sturm Kruse und Avoni. Die haben ja auch schon im Playoff-Hinspiel gezeigt, wie gut sie eigentlich harmonieren können. Und Sommer im Torbecken. Da kann man sie bei mir gegen Neuhaus und Kramer. Thuram, Stindl, Hoffmann und vorne Player. Haut nicht ganz hin, wenn sie bei ihnen ist ja verletzt, aber was soll's. Unioner Aufstellung zählt. Friedrich, ja gesperrt durch die gelb-rote Karte, zuletzt gegen Hoffenheim. War ein bisschen unnötig vom Schiri, aber was soll's. Mal sehen, was wir diesmal gegen Gladbach haben. Würde vielleicht der erste Sieg nach zwei Unentschieden. Ungeschlagen sind wir ja immer noch. In dieser Saison. Trimmel, da kommt die Flanke auf Avoni. Der kriegt den aber nicht. Pass von Baumgarte, aber wieder gut gerettet. Auch drin, Kedira. Ah, Gladbach, die machen schon gut Druck hier. Die Gladbacher wollen ja nach der krassen Pleite gegen Leverkusen auch punkten. Aber das interessiert Union nicht. Ah. Aber natürlich steckt denen dann immer noch das Spiel in den Knochen. Gegen Kuopion PS. Aber gut gehalten von Lute hier gerade. Ich habe gehört, dass du beim Playoff-Spiel im rot geschmückten Olympiastadion dabei hängst. Ganz genau. Enno, Enter und ich werden live im Stadion dabei sein. Ich würde sagen, gerne live übertragen und kommentieren, aber leider ist das aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Aber ein kleiner Bericht, wie es war, aber bestimmt wiederfallen. Wird bestimmt nicht so legendär wie der Leipziger Bahnhof, aber nein. In Charlottenburg hört man sich ja zu melden aus. Vom Derby. So. Oh, gut gehalten von Lute. Schuss von Player. Zweite Chance. Für Mönchengladbach. Ja, mit Regen kommt Union nicht so gut klar. Gegen Hoffenheim haben wir deswegen natürlich auch nur 2-2 gespielt. Sonst hätten wir 4-0 gewonnen. Gar nicht so einfach. So,
Platz. Spiel den auf Kruse. Kruse rennt. Kruse ist eigentlich schon so gut wie durch. Legt den aber nochmal auf Aboni ab. Und der schießt den in den Verteidiger. Maguchi, Kruse. Hier mit vorne. Abseits. Und Trimmel steht im Abseits. Und das gar nicht mal so knapp. Wenn man die Füße nimmt, dann nicht. Außen auf Trimmel. Flanke. Kein Kopfball und kein Tor. Das klappt immer nicht ganz so gegen Gladbach, aber es wird auch wieder ein recht schwieriges Spiel für Union. Oh oh, aber so Fehlpässe sollte man unterlassen. Gut gehalten von Lute. Und schon wieder ein Fehlpass. Aber wieder gut verteidigt. Zumindest ist die Defensivarbeit bei Union heute besser als in den anderen Spielen. Na, spielt er überhaupt? Nein, er macht selbst! Sommer passt aber auf. Erster gefährlicher Torschuss für Union. Ja, manchmal muss man auch nur effizient sein. Geht er rein, führen wir hier. Jetzt erstmal eine Ecke durch Trimmel. Auf Knoche! Sommer faustet den weg. Maguchi ist am Ball. Ah, verliert ihn aber im Strafraum. Gar nicht so einfach hier gerade. Zumindest steht die Abwehr. Ah, war das abseits? Nein, war es nicht! Und Taiwo Avoni zeigt, dass er sein Geld wert ist und macht hier nicht das erste Saisontor. Von Avoni werden wir die Saison anscheinend mehr Offensivaktionen sehen als das Jahr zuvor. Sehr schön ins Eck. Fast so präzise wie gegen Leverkusen. Bloß, dass diesmal offiziell auf Gästefans zugelassen wird. Tja, zur Halbzeit 1-0 für Union. Gladbach spielt sich mehr Chancen raus. Union nutzt die eigenen Chancen aber besser. Und damit gehen wir mit 1-0 in die Pause und kommen wieder zurück. Bin ja mal gespannt, ob das neue Bundesliga-Branding bei FIFA 22 umgesetzt wird. Die Bundesliga-Anzeige, die aktuelle, neue, ist tatsächlich so billig. Die hat sogar echt gesehen. Ich wundere aber auch, dass da oben nur Union steht. Da war das nicht mal, dass auch nur in Berlin sogar stand? Mittlerweile. Ja, das konnte ich sehen. Es gibt ja irgendwie. Aber in der neuen Anzeige ist es wirklich echt billig gehalten mit den Farben. Naja, vor allen Dingen auch sehr kurz gehalten. Das war Union, glaube ich, nur als Uni abgekürzt. Wie aus alten Zeiten von früher. FIFA Football 2004. Oh, war das kein Foul an Avoni? Ah, Khedira schießt! Ah, war noch nicht. Aber guter Versuch. Kommt Trimmel wieder über außen. Bringt die Flanke auf Kruse.
aber auch ein bisschen so. Ja. Kruse schießt einfach mal von Weitem, aber weit daneben. Könnte besser laufen im Abschluss, aber der Ball ist nass, der Rasen auch. Da kann dir das Ding auch schon mal über den Schlappen rutschen. Einfach nur den Angriff abgebrochen. Ich übergebe ihn dir ins Tor. Ich dachte schon Elfmeter. Bei FIFA gibt es manchmal für sowas Elfmeter. Wohl, wenn man die Union-Gesänge mit Union dann am Ball. Hört, dann sich, ja, ne? Union am Ball. Union am Ball. Ole, ole. Union am Ball. Ole, ole. Union am Ball. Ole, ole. Gladbach am Ball. Gladbach am Ball. Gladbach am Ball. Eigentlich kann man sich mit den Fans abwechseln, mit den Gästefans. Je nachdem, wer am Ball ist. Einfach mal weiter machen. War für mich schon ganz schön faul verdächtig. Blanke Kopfballtor. So stelle ich mir das nicht vor. Ah, 1-0 ist kein schlechtes Ergebnis, aber auch nicht so sicher. Kommt über außen. Kommt die Flanke. Da ist er. Und Taibo haut ihn daneben. Was ist los? Das bleibt spannend bis zum Schluss. Aboni macht den rein. Kedira muss runter. Ich habe gehört, Urs möchte den auswechseln für Vogelsamme. Wo ich sagen muss, dass Rani Kedira eigentlich bei Union echt stark spielt. Ja, sein Bruder ist auf einmal auch Union-Fan, habe ich gehört. Natürlich, der war auf der Tribüne. Ich meine, wer ist kein Union-Fan, wenn er nicht gerade bei Hertha unter Vertrag steht? Zack! Nein! Eieiei! Da ist der Ball natürlich weggerutscht durch den Regen. Was war das denn? Der muss doch drin sein! Geraldo Becker! Kommt jetzt wieder rauf. Fußball, ne? Ja. Ja, die Chancenverwertung jetzt ist dann wieder typisch Union. Ist schon wieder so realistisch, würde ich sagen. Oh, Vogelsammer, der schießt! Aber Sommer hält! Vogelsammer ist auch ein super Joker. Jetzt sollte so viel heißen. Hinein, hinein, hinein. So, jetzt aber vielleicht nochmal eine zweite. Aboni nochmal Kruse! Nochmal auf den Tor. Ja. Nicht sehr torreich, aber 1-0. Muss auch mal für Union reichen. Sonst in den anderen Spielen gegen Leverkusen und Hoffenheim früh in Führung gegangen. Immer direkt Ausgleich kassiert. Zuletzt ja auch Gieselmann, den wir hier gerade gesehen haben, der Torschütze zum 1-0. Und diesmal hat Aboni wieder das erste Tor gemacht. Und diesmal auch das einzigste. Einzige. Das einzige. Ole. Damit verabschieden wir uns hier von dieser Partie. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wahrscheinlich wieder auswärts. Macht's gut. Ciao, ciao.